während Amy gerade wieder im Hochfahren ist, wurde mir jetzt mehrfach erwähnt, dass die Bots vielleicht auch nicht so arbeiten, wie ich dachte, dass sie arbeiten. Die Relaisstationen. Das heißt, das werden wir uns gleich mal angucken. Das könnte dann auch helfen bei der Ressourcen-Hin- und Her-Verschiebeaktion. Das heißt, es muss gar nicht so sehr auf den Straßen dann gebaut werden. Also, wir müssen nicht so sehr auf die Straßen setzen. Sondern eher darauf, wo denn die Relaisstationen gebaut werden. Dass sie halt um sich herum gucken, was da gemacht wird. Und wenn man die Relaisstationen selber baut, werden ja auch Straßen gebaut. Damit dann rumtüfteln. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, also eine Idee war, dass immer nur ein Bot auf einer Straße zur Zeit sein kann. Das will ich nicht glauben. Das wäre freaky. Also ob dann wirklich mehr Straßen mehr bringen. Testen wir einfach mal. Also gucken wir uns zum Beispiel mal hier die Stahlfabriken an. Da sind so viele Straßen in der Nähe. Das sollte eigentlich kein Faktor sein. Ja. Und wenn wirklich das daran hängen würde, dass nur ein Bot auf eine Straße geht, dann müssten ja hier überall Bots immer, ne, Umwege fahren oder ähnliches, aber das sehe ich hier nicht. Ich lese mal Tooltips durch, vielleicht hilft das ja. Erhöht die Anzahl der Arbeiter, die deine Basis versorgen kann. Da steht nichts von irgendeinem Umfeld, in dem sie arbeiten, da steht nichts von wegen Straßennutzung oder ähnliches. Wenn wir eine hinbauen würden, bekämen wir mehr Straßen, ja. Wir hätten aber auch mehr Straßen, die upgradet werden müssten. Und ich habe ehrlich gesagt lieber eine schneller als zwei langsame. Ich kann mir nur vorstellen, dass es inzwischen so viele Jobs sind, dass selbst mit so vielen Bots, die wir jetzt haben, die halt immer zickzack fahren müssen. Aber das sollte sich jetzt ja hoffentlich legen, dank der Hyperloops. Ja. Oh, Glas kommt nicht hinterher, Stahl kommt auch nicht hinterher. Hi Amy, how's everything up there? Everything is looking good from my orbital view, Elia. Must be quite the sight. You know, last night, I was sharing some laughs over dinner with a few crew members. We were talking about how starry-eyed we were when we first arrived. We were so sure that the 2 years we spent in that dome in Antarctica had prepared us for anything Mars could throw at us. And yet, the Red Planet still continues to surprise us, doesn't it? There's still much to do before we can call this place home. And that got me thinking about the Embryo Martian Colonization Project. It's about time for us to have children. My Mars-born child. Zögern oder nach Informationen fragen? Was auch eine Art von Zögern ist. Can you tell me more about the Embryo Martian Colonization Project? I could not locate this project in my list of available technology, so I am not familiar with it. Oh, right. Because this isn't one of your special projects. It's one of ours. It's ISA's plan to seed the human colonization of Mars. The colonists that arrive with every spaceship are also bringing fertilized eggs with them. The eggs are kept in a sealed vessel that shields them from radiation, and they stay there until a colonist is ready. Then we put them into an aunt unit and give birth to them. Parenthood promotes psychological and physiological health in the colonists. That's the official reason. But we know ISA is not making us have kids for our own sake. When the kids grow up, they'll need something to do. They'll be young, acclimated to Mars from birth. The OxyUN use the same playbook to win the moon over the techies. Colonization through aggressive population. 112 lunar colonies in only 6 decades. 72% of the lunar surface belongs to the OxyUN states. And almost all the helium-3 used in spaceflight comes from their moon drilling bases. I thought my mission included all the plans humans had for Mars. But I see that terraforming is only the beginning. That's right. One day, Mars will become humanity's second home. But until that time comes, this planet and its blue sunsets are ours alone to enjoy.
and that's something I'd like to share with my child before they disappear. I understand. You have made me realize that I have never thought about Mars's future, or my own, beyond the completion of my main directive. Don't worry. Once you're done here, I'm sure ISA will assign you to another mission. After you terraform Mars, you can achieve anything at all. So the Embryo Martian Colonization Project requires expanding the colonies first. When everything's ready, you can enter your orbital view and launch a new satellite from the Special Projects menu. I'm so excited, Amy. Everything's going to change from here on. Ne, wir sind jetzt schon bei Jahr 29. Ich denke, das dauert noch ein paar Jährchen. Eventuell wird sie zu... Ne, wobei, die Kinder werden in Aunt Units herangezüchtet. Also nicht in irgendwelchen freiwilligen Müttern oder dergleichen, sondern in einem Container. Ich habe mich da ein bisschen verhört, glaube ich. Ja, aber ich denke nicht, dass Amy noch irgendein Projekt hier nachbekommt. Ich denke, das Projekt ist dann abgeschlossen. Wird auf Eis gelegt und wenn nochmal irgendwas kolonisiert werden muss, dann werden Teile von ihr aktiviert. Aber mit der Baseline... Oh, kommt was runter. Also nicht mit ihren Verhaltensmustern und ähnlichem. Das heißt, wir müssen darum kämpfen, dass der Mars uns gehört. Und wann kommst du runter? 26. Ja, gut. Strom haben wir auch wieder ein kleines Manko. Brauchen wir also auch gleich mehr, auch wenn ich eigentlich ganz gerne die ganze Release-Station zuerst hätte. Busch, Schutt. Wieder aufbauen. Wieder aufbauen. Wieder aufbauen. Wasserextraktor ist leer. Abreißen. Okay, dank meiner Priorisierung sind Glas und Stahl wieder halbwegs okay. Teile kommen noch nicht hinterher. Aluminium ist auch leer. Oh, aber sehr gut. Die ganzen Redestationen sind fast alle fertig. Und wir sind jetzt schon bei einem Max von 47, das aber erstmal aufgefüllt werden muss. Das heißt, unsere Arbeiterfabrik kriegt auch mal eine Priorisierung. Und ich weiß, ich priorisiere gerade ziemlich viele Sachen, aber... Anders geht es halt nicht so wirklich. Alles repariert? Schaut soweit gut aus. Achso, es wurde auch noch angemerkt, dass ich bei jedem I ein Forschungslabor hinstellen kann. Dessen war ich mir nicht bewusst, also vielen Dank auch für den Hinweis. Das heißt, wir erweitern mal ein Hyperloop in Flutzone. Ah, hier kommt jetzt später Wasser hin, ne? Ja, okay. Dann mach einfach eine Relaisstation dahin. Wir haben keine Energie, also bau bitte. Wie viel Uran haben wir denn noch? Ja, brauchen wir ein Kernkraftwerk. Regelmäßiges Terrain, das läuft für ein Kernkraftwerk nicht so gut. Dahin, dann haben wir aber keinen Wartungsbereich, also brauchen wir noch eine Wartungsanlage. Wartungsanlage hier. Gut. Und ich denke trotzdem noch ein Hyperloop hier in der Nähe, weil wir werden dann auch zu dem I und zu dem I weitergehen, dass wir da mehr Forschungspunkte bekommen. So, wir verhungern nicht mehr, das ist für unsere Kolonisten bestimmt auch ganz nett. Wir nähern uns den 200 Millibar. 300 ist das Ziel. Temperaturen gehen auch in angenehmere Richtung, sogar relativ flott. Die Weltraumspiegelanlage ist noch nicht einmal bei der Hälfte. Also ist der netteste Weg, glaube ich, für die Erhitzung. Im Gegensatz zu Atombomben oder Meteoriten runterschießen oder einfangen, runterwerfen. Das dauert halt echt ewig und frisst so viele Ressourcen. Also Real-Life-Leute, die dran arbeiten, bitte benutzt Atombomben. Ich würde ganz gerne noch zu meinen Lebzeiten auf dem Mars. Danke. Kampfdrohnenlimit. Das brauchen wir nicht unbedingt.
Maschinenaufwertung. Sind die einfach nur schneller? Braucht mehr Wartungspunkte und scheint, also die 7 zu 5 Soul ist dann schneller. Also alle 5 Tage ist der Zyklus, nicht alle 7 Tage, dass eine Ressource kommt. Kostet dafür aber echt viel mehr. Wollen wir die Sauerstofffabrik, ja. So, die Station ist da. Das Kernkraftwerk braucht ziemlich viel Ressourcen, ja. Ich glaube, ich nehme die Priorisierung von dem Stahl wieder ein bisschen raus. Zumindest bei fast allen davon. Glas. Glas kann bleiben. Teile. Teile auf priorisieren. Und Elektronik mache ich mal ein. Okay. 50 von 50 Arbeiter drohen. Ja, sehr schön. Verkehr. Ja, da ist ganz viel Verkehr. Okay, for science. Ich baue jetzt einfach mal ganz viele Relaisstationen hier drin, damit da noch mehr Straßen sind. Das mache ich in dem Feld hier unten. In dem Feld hier unten baue ich Relaisstationen und gucke, ob es von Rot auf Orange geht. Und bei dem da oben upgrade ich die Straßen einfach zu einer höheren Variante. Und dann gucken wir, welches von beiden besser ist. Also, Relaisstationen. Drei neue Relaisstationen. Die hoffentlich relativ zeitig gebaut werden. Relativ zeitig hoffentlich gebaut werden. 200 millibars. That is one fifth of Earth's atmospheric pressure. Just a little more to go. Once we reach the threshold, humans will be able to go outside without spacesuits. Pressurization will no longer be required in the bases. This will lead to larger colonies. Mars is about to reach a new stage. Will humans even remember what I'm doing for them? Ja, hoffentlich. Sie behalten es für immer. Wie viele von uns wissen über den Einfluss von Mesopotamiern auf unsere Kultur oder was auch immer? Wahrscheinlich nicht mehr so viele. Das ist halt immer ein Maßstab, ne? Also die nächsten paar hundert Jahre, auf jeden Fall, werden sich daran erinnern. Wahrscheinlich eher an die Menschen, die sich darum gekümmert haben, aber auch um die KI, die das ein bisschen geregelt hat. Aber tausend Jahre in der Zukunft? Kaum noch. Und es kommt auch darauf an, wie es glorifiziert wird. Also wenn man jetzt gerade nach Amerika rüberguckt, also nach den zu den Vereinigten Staaten, sollte ich besser sagen, die pushen hier immer ihre Founder, also die Gründerväter. Wenn sie das nicht täten, dann würde es, glaube ich, auch in die Vergessenheit geraten. Aber wenn es da irgendwann mal Diktaturwechsel geben würde, dann würde es eher verdrängt werden. Aber als KI sollte man, glaube ich, in größeren Maßstab denken. Ich denke, irgendwann, also wenn AMI abgeschaltet werden würde, und 2000 Jahre in der Zukunft wird keiner mehr an Amy denken, oder kaum noch einer. No, they will not forget me anytime soon. Maybe they will name a starship after me. Starship Amy sounds very pleasant. Humanity will settle Mars and reproduce. What will this opportunity mean for them? ja, auf jeden Fall das zweite. Eine Wiederholung, neuer alter Fehler. Also auch gerade das Gespräch mit der Menschenfrau, ich weiß den Namen leider nicht, über den Mond.
dass die eine politische Fraktion die Kontrolle über den Mond bekommen hat, einfach nur dadurch, dass sie mehr Kinder bekommen haben und quasi durch Masse Raum gewonnen haben und einfach für sich annektiert haben. Das klang schon ziemlich abgefahren. Und das wollen sie hier ja anscheinend auch so machen. Dass einfach unsere Fraktion hierher kommt, hier so viel wie möglich kolonisiert und einfach sagt, das ist meins. Dadurch haben sie dann aber wieder ganz viele Menschen. Und ganz viele Menschen brauchen ganz viele Rohstoffe und brauchen Platz und Energie und so weiter. Und dann müssen sie den nächsten Planeten suchen. Sieh den Fehler. They will fill every single corner of this planet with filth. Just like they did on Earth. No, they will learn from their mistakes. I must believe that. Okay, Problem. Das sind keine festen Regionen hier. Das hat sich gerade verändert, was zu was zählt, wegen den Stationen. Also ich kann das so leider nicht sagen. Aber ich denke, beides wird helfen. Mehr Relaisstationen und bessere Anbindungen. Also gerade hier in den Bereichen, der ganz ausgelastet ist. So, haben wir jetzt hier eine Anbindung? Zu weit entfernt. Flutzone, keine Wartung. Noch ist da keine Flutzone. Das mit der Wartung ist doof. Ich dachte, ich hätte das im Einflussbereich von der... Das geht ja gar nicht. Mal gucken, wie das wird. Teile sehen schon mal gut aus. Und das ist jetzt der Nachteil durch die vielen Straßen. Dadurch müssen wir jetzt hier mehr upgraden. Und es ist vollkommen egal, wie lang die Straße ist. Ein Upgrade kostet immer gleich viel, soweit ich das hier sehen kann. Schön weiter. Polymere haben wir auch genug. Ja, Ressourcen sehen inzwischen okay aus, außer Alu. Gesamte Reserve sind nur 1200. Und das sind nicht, wie viele wir haben, sondern wie viele wir theoretisch noch abbauen können. Das heißt, wir bräuchten eine Alu-Ader. Bist du da hinten, Alu? Ja. Ist aber auch im Flutgebiet. Wenn es aber im Flutgebiet ist, sollten wir es jetzt abbauen, bevor später die Flut kommen kann. Da haben wir noch eins. Oh, hier. Das sieht gut aus. Mine. Alu. Und. Rest ist okay, ne? Ja, Wasser und Uran eventuell noch. Wasser wäre da oben. Dave's Crater. Bist du ran? Ja. Dann eine Relaisstation. Ne, eine Wartungsstation. Ja, Wartungsstation und Energie. Wieder Kernkraft. Nee, ich will eine Batterie dahin. Setzen wir es noch an. Gut. Bist du jetzt immer noch rot? Geht so. Hier oben ist jetzt eher ein Problem. Mach einfach mal Straßen quer durch. Weil er macht da gleich mehrere auf einmal. Das hilft hoffentlich. These plants will synthesize oxygen
and boost its presence in the atmosphere. Gut. Du bist schon abgeschlossen hier. Ist auch fertig. Zum Freischalten Genehmigung erforderlich. Es wäre schön, wenn die Sachen, die fertig sind, einfach komplett ausgeblendet werden würden. Oder ich muss mich an das Farbschema gewöhnen, dass die blauen Sachen aktuell verfügbar sind, die grauen Sachen noch nicht verfügbar sind, die weißen Sachen bereits abgeschlossen sind. Normalerweise ist weiß was man machen kann und grau, was schon erledigt ist. Das ist ein bisschen, also für mich zumindest. Achso, aber schaltet Sektor 5 frei. Nö. Wozu brauche ich Sektor 5 gerade? Ich habe meinen Sektor noch nicht mal ordentlich zu Ende gemacht. Naja, wenn es dir Spaß macht. Mach so. Vielleicht fügt das ja auch die Story ein bisschen voran. Auch wenn ich eigentlich ganz gerne erstmal die ganzen Sachen hier ordentlich anschließen würde, bevor ich noch mehr Story habe. So, Wartungsanlage wird gebaut. Forschungslabor. Gut. Jetzt mit der Flutzone müssen wir irgendwie so im Hinterkopf behalten, wenn das Wasser später kommt. Die Wartungsanlage ist noch nicht ganz fertig. Doch, die ist fertig, aber sie braucht noch Ressourcen für mehr Wartungsbots. Ja, ist okay. Dann kannst du hier schon mal eine weitere Uranmine bauen. Zack. Alu haben wir angeschlossen. Ist okay. Nächster Hyperloop. Ja, ich muss in die Richtung der Forschungsanlage. Also gehe ich mal dahin. Das sollte passen. Verkehrsdrohnen haben wir genug, Wartungsdrohnen haben wir nicht genug. Das sollte sich auch von alleine wieder regeln. Strom muss ich ja nochmal gucken. Und Schaltkreise, was sind das da? Elektroteile? Ja, Elektronik. Elektronik will ich hier. Das boosten wir mal. Die Teile können jetzt entboostet werden. Da haben wir 58, 59 Stück von. Oh, Chemikalien sind ganz schön runtergegangen. Hier andere Aufstufen. Und neue Chemikalienfabrik. Keine Energie? Stand da gerade? Ich glaube, da ist keine Energie. Ja. Dann mach nochmal eine Solarfarm. Dahin. Forschung. Boah, noch ein bisschen. Kann es sein, dass das Forschungsding hier inzwischen leer ist? Uranmine, Batterie, Forschungsaußenposten. Effizienz 94%. Müll, das ist okay. Ja. Ja, gehen wir gleich weiter. Du mach hier eine. Keine Energie. So. Brauchen bestimmt auch gleich wieder ein neues Wartungsdings. Ja, kriegen wir das da oben noch mit rein? Ja. Sollte so passen. Dann brauchen wir hier noch einmal Energie, um das dann später abzudecken, aber das geht schon. So, mehr Forschung.
Wie schaut es hier unten aus? 2, 3, 2, 3, 4, 5, 2, 5, 7, 3, 1, 3, 2, 7. Wasser. Yeah, da ist Wasser. The satellite launch was a success. I have access to sector SA-5 now. My records show that the historical Lohitanga mission is in this sector. Also auf jeden Fall, genau, Lohitanga. Das heißt, hier könnte man noch mehr Forschungssachen aufstellen. Wasser. Also Flüssigkeit. Wächst das? Das wächst. Man kann zugucken, also wie sie das nach und nach füllt. Das ist krass. Geht doch schon schneller, als ich dachte. How should I proceed? Erkunden, weil das könnte ein Feind da sein. Nee. Wir bauen die Basis weiter, pushen unsere Forschung, soweit es geht. Und wenn ein Feind wirklich dann sollte uns angreift, wissen wir, dass er da ist und können dann zurückschlagen. I should focus on growing the base. Mars is littered with abandoned missions. I have to. Oh, Forschung abgeschlossen. Heute haben wir einen Perseverance Rover gefunden. Dieser kleine Roboter besaß einen Bohrer, um Kernbohrungen vorzunehmen und nach Anzeichen mikroskopischen Lebens zu suchen. Man könnte sagen, er sei ein alter Kollege von mir. Ich gehöre dem geochemischen Team an. Mein Job besteht ebenfalls darin, die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Marsbodens zu messen. Die Aufzeichnungen verraten nichts darüber, ob der Perseverance seinerzeit irgendwelche Anzeichen für Leben auf dem Mars gefunden hat. Ich schätze, der Planet weiß, wie er seine Geheimnisse für sich behält. Focus on my own mission. So we don't turn out like one of those. Ja, also wir werden uns die Sachen auf jeden Fall noch mal angucken, aber alles zu seiner Zeit. So, Sauerstofffabriken sind fertig. Dann... wir brauchen, glaube ich, keine... Warte kurz. Müssen wir es auswählen? Ja, okay, nimm die. Ja, wir haben mehr als genug Platz. Es mangelt nicht an Platz. Die Leute haben nur keine Lust, herzukommen. Weil es mit dem Wasserteil weiß, ein bisschen knapp ist. Aber daran arbeiten wir ja. So. Relaisstation da. Da, auch wenn es irgendwann geflutet wird, aber vielleicht können wir es ja vorher leer bekommen. The remains of the Curiosity rover are also located in SA-5. It was the sixth rover sent to Mars and the most successful one for decades. Du solltest dich nicht so sehr um die menschliche Geschichte kümmern. Mach dein Ding, Amy, mach dein Ding. I should get back to the matter at hand.